Hallo Leute und willkommen zurück zu Far Cry 2! Ja, es geht weiter mal hier mit Far Cry 2. Hier Waffenverbot, ja, ist uns egal, denn unser Vater ist, wie es aussieht, sehr fremoliert. Ja, ich versuche mal meine Wortwahl ein bisschen zu stabilisieren, haha, zu ändern. Also mal ein bisschen andere Wörter zu benutzen als die Standardwörter, die ich benutze sonst, um so ein bisschen Stimmung in meine Let's Plays zu bringen. Ob es mir gelingt oder nicht, das werde ich ja dann noch herausfinden. Also ist hier der Eingang, jeps, hier ist die Türe, das Tor zum Himmel. Und hier kann man sich heilen, aber das brauchen wir, wie es aussieht, nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob jemand gerade gekommen ist oder nicht. Die Malaria macht ihn zu schaffen. Gehen Sie zu einem Bekannten. Sie finden ihn eine Meile nordöstlich von Pana am Fuß des Tabamola Ester. Der Ort ist auf Ihrer Karte. Ester liegt am Markt. Er gibt Ihnen die Medikamente, die Sie brauchen, aber Sie müssen etwas für ihn tun. Bringen Sie ihm diese Masse mit mir. Dafür werden wir Ihnen beide dankbar sein. Jo, jo. Gut, wir haben kein Auto und so, alles ist noch gut, oder? Hoch und hier haben wir. Also nehmen wir das Auto. Und das ist hier unten. Falsch. Okay, das würde mich jetzt den ganzen Part nerven, also werde ich jetzt zuerst mal kurz sehen, ob jemand gekommen ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. Waren wohl doch nur die Katzen, also kann ich wieder ganz normal weiter Let's Playen. Und ja, ich glaube, die haben beim Katzenbaum Tarzan gespielt, so wie Menschen bei Menschenbäumen Tarzan spielen. Warte mal, da habe ich was verdreht. Ach so, hier ist es. Ja, gleich neben mir. Ich muss oben rechts. Das ist nicht oben rechts. Das ist auch nicht oben rechts. Das ist oben rechts. Nach Nordosten. Annehmen. So, und jetzt mache ich einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns nach der Ladesequenz wieder. Wieder mal ein Schnitt. Ja, da sind wir wieder. Und wir haben nun nur eine weitere Zwischensequenz. Also, nicht Zwischensequenz. Ladesequenz hinter uns gelassen. Und ich habe schon wieder gespeichert. Wir müssen nur dorthin. Aber vorher können wir noch den kleinen Außenposten dort ein bisschen bombardieren. Ich habe nur gerade gesehen, dass wir drei Granaten haben, also wird es ein bombastisches Special. Ja, ja, also gut. Hier vorne ist es dann auch schon. Halt mal aufsteigen, mal die Lage checken. Also was haben wir denn? Hier haben wir ein paar, dann haben wir hier mal ein paar und noch hier. Dann müssen wir jetzt Granate wechseln. Haben wir irgendwie keine. Was ich jetzt irgendwie nicht kapiert, ist keine Ahnung. Wow, wow. Leg dich nicht mit, sieh dich an. Sniper. Das wäre eine typische Situation. Kommt es an, das schreit ganz laut. Sniper! Wow. Achso, der ist ja nur hier. Was wär's? Ja, es war mir ein bisschen egal, wie viel Schaden ich leider da hier ja so ein Healpack war und. Okay. Ach, müssen wir es halt kompliziert machen. Machen das und dann nehmen wir das und dann sind wir geheilt und haben wieder alles. Also meine Sniper, die ist einigermaßen noch geladen. Haben wir denn hier sonst noch so? Okay, das ist ganz, ganz gut. Und wir haben schon wieder rechts nebeneinander eine komische Datei, die sollte ich mal schauen, was es ist. Und Malaria. Oh, zum Glück haben wir eine Pille. Ich glaube, das war, ja, das war die letzte. Okay, gut, das sind die neue Pille. Jetzt muss ich noch dort hoch. Ach, renn doch mal wieder. Dankeschön. So, und wenn wir dann da oben sind, holen wir seine Munition. Seine Munition, danke. Ich dachte gerade, das wäre Diamant, aber es sind es nur Reste.
komme ich ganz krass. Und dann. Jetzt will ich wegfahren, doch bevor ich wegfahre, noch ganz krasse Aktion, indem ich das zerstöre. Und jetzt fahren wir weg, während es explodiert. Ist gut, es will nicht explodieren. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen mit dem Maschinengewehr bei der nächsten Situation vor, oder? Tot oder halb tot. Schön, schön, schön. Ich glaube, da gibt es Heilung, also kann ich das kurz so machen. So, wenn es jetzt dort eine Wasserflasche gibt, dann bin ich nicht gerade glücklich. So. Ja. Arigato! So, ich will nicht schlafen gehen, kein Bock. Der nervige Fernseher, der mich am Anfang genervt hat. Boah, nervige Fernseher, der nervt. Ich dachte, nervige, nervige Nervende. Pff, oh Mann! Das ist ein richtiger Buchstabe. Hallo, geht das kaputt? Nee, das ist nur Wasser. Ach, von die Munition. Jo. Und schon wieder ist diese merkwürdige Datei, die noch was sagen will. Reparier das mal. Immer schön reparieren. Zebrabraten. Okay, okay, jetzt reicht mir. Jetzt schaue ich, was es ist. Also noch so ein blöder Cut. Ja Leute, da sind wir wieder. Habe ich mal den Sidebar geschlossen. Hoffe, dass das Problem jetzt behoben ist. Und was mir gerade auffällt, es gibt hier keine Motorräder. Ich habe den, glaube ich, schon wieder ein bisschen verstummelt. Also noch mehr Zebrajagd. Jagd auf den Zebra. Oh mein Gott. Da hat mich wer gesehen. Nicht gerade nett sein. Bauen wir ein bisschen die Wüste raus. Und dann will ich sterben. Warte! Was? Hä? Ist der gerade von der Scheibe abgeprallt? Lol, kann ich nehmen. Was war das? Bitte schön! Nach so vielen Cuts? Ich hab noch so irgendetwas. Du bist nur noch auf einen Schuss treffen, oder? Die sind dort hinten, oder? Ja, ja. Ja. Aber so ist es denn auch nicht so, hä? Oh, und schon dieses tolle Zebra. Ich glaube, das war auch hier. Treffe ich wenigstens auch noch. Ist es hier? Nee. Von wo sind die eigentlich gekommen? Naja, egal. Muss ja jetzt ein paar Missionen treffen. Also gehen wir da oben hin. Was eigentlich noch recht gut ist, da es nicht weit weg ist. Kann ich hier Munition holen? Jo. So. Bewege ich mich eben langsam dorthin. Aber ist ja nicht gerade weit. Und vielleicht finde ich sogar noch einen Diamant. Ich sag's nur vielleicht. Okay, es tun wir mal so, als ob wir ein Jäger wären.
So, hab dich gejagt. Hab dich, du bist dran. Ja. Okay, jetzt könnte man schon denken, ich bin auf Drogen. Wow, so viele Busse. Ich kapier es nicht. Irgendwie sind die Busse immer da. Als ob ich der einzige Bus. Der einzige bin, der Bus fährt. Naja, mal noch kurz speichern. Dann fahre ich in die Mitte. Oh nee. So, und da kommt nochmal ein Cut in diesem Part. Boah, seid ihr doch so kattelfrei, oder? Egal, bis nachher. Also diesen Part finde ich persönlich sehr interessant. Passieren verrückte Dinge, ich muss die ganze Zeit cutten und am Schluss ist noch eine gecuttete Version. Gehen wir mal zu denen, da wir noch den hier. Ich geb dir meine Waffen, Mann. Ja, ja. Speichern brauche ich nicht, Heilung brauche ich. Jo, Mann. Jetzt? Ah, perfekt. Warum nicht? Suchen Sie einen Job? Wir brauchen einen No-Name wie Sie. Wussten Sie, dass dieses beschissene Land einen König hatte? Ernsthaft, Mann. Der Typ hat damals eine Menge Kohle aus Europa bekommen und hat sich dann verpisst. Aber er ist zurück. Hat sein Gold dabei. Na, auch ein Gold. Das Gold stammt aus unseren Minen. Es gehört raus. Ganz genau, Mann. Das Gold ist in einer Oase im Nordosten der Wüste. Money, money, money. Must be funny. Gehen Sie zur Oase, töten Sie die Wachen und schicken Sie uns mit dem Handy die Position. Das war's. Da haben Sie ganz schlau ausgewichen, dass man die nicht unterscheiden kann. Und das ist ganz weit weg, soviel ich weiß. Jo. Also gehen wir noch Bus und dann, währenddem wir mit dem Bus fahren, beendet den Party. Achso, ja, jetzt kommt hier noch der andere. Was Geschäftliches? Okay, wo ist denn das? Ach, und diesem Gebiet aus, wir einfach nach oben rechts annehmen. So, und da beende ich jetzt den Part. Wir sehen uns das nächste Mal, oder hören besser gesagt. Also, ciao.